nicht eingehen, so ein Misthaufen von Schiri, du. Was macht man in die Schnauze hauen, du? Döner macht schöner, habe ich schon mal gehört. Ja, das gehört zum Fußball. Das ist hier so eine Scheiße, dass ihr euch nicht in Grund und Boden schämt. Ein guter Schiedsrichter kann auch mal weghören. Liegen lassen, Nummer 5, Ball liegen lassen. Nummer 5, hey. Nächstes Mal nichts dann liegen. Ball! Weiter geht's, weiter geht's! In den ersten Minuten sollte man schon zeigen, dass man der Chef ist, sozusagen im Ring. Nein, nein, nein! Eins noch und es gibt eine Karte. Der springt ihn um. Gehen Sie bitte weg. Wenn mich jemand beleidigt, dann hat er auf dem Feld natürlich eher schlechte Karten, denn ich habe die Karten. Nein! Nur der Ball! Sie gehen so nicht in die Zweikämpfe. Gehen Sie weg hier. Man muss halt aufpassen, dass die Spieler einen trotzdem noch ernst nehmen. Du bist jetzt ruhig. Okay, du bist ruhig, du bist ruhig. Solche Spiele bringen Spaß, da ist man immer 100% 90 Minuten dabei. Also, Sie schreien hier keinen Spieler mehr so an und Sie bleiben bitte ruhig. Freitagabendspiel in der Hamburger Oberliga. Der Spitzenreiter trifft auf einen Verein aus dem Mittelfeld der Tabelle. Die Schiedsrichter warten in einem Container neben dem Rasen, überprüfen ihr technisches Rüstzeug. Ich habe jetzt hier einen Empfänger. Die Assistenten haben dort einen Knopf. Unser Fernseher, das muss ich erstmal anmachen. Wenn er dann draufdrückt und mir irgendwas signalisieren will, dann vibriert das und gibt gleichzeitig einen Ton. Und das ist einfach Unterstützung, sodass ich, wenn er hinter meinem Rücken irgendwas ist oder halt auch in einer schnellen Situation, dass ich dann weiß, okay, er hat mir was angezeigt und dann, ne, wir gucken schon raus, aber es ist einfach nochmal so eine Unterstützung. Auf geht's. Geleitet wird die Partie von einem gelernten Bankkaufmann. Sei vollzählig. Gut. Fabian Porsche ist 23 und Schiedsrichter seit 2004. Es ist einfach so ein Gefühl, man steht auf dem Platz, man hat dieses ganze Umfeld, man ist dabei, man trifft Entscheidungen, man ist wie eine Art Richter. Das heißt ja Schiedsrichter und da muss man ja auch gerecht sein. Also irgendwas mit Gerechtigkeit, finde ich, hat das schon zu tun. Hallo, hallo, hallo! Das kann man hier, ganz entspannt, ganz entspannt. Ganz entspannt, Leute. Hey, hey, hey! Warum nicht? Was hallo, nicht? Was wenn nicht? Hallo, hallo. Halt die Fresse, sagt er. Ganz entspannt, Leute. Ganz entspannt, Leute. Hey, 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 hey. Willst du ihn denn verletzen? Beide Beine gestreckt. Hey, hau ab hier. Ganz entspannt. Bleib mal hier, bleib mal hier, bleib mal hier. Kommt doch von hinten. Nummer 18, brauchen Sie jemanden? Was ist los, alles gut? Nummer 16, Nummer 16. Hallo. Nummer 16. Alles gut, alles gut. Spieler spielt weiter. Alles gut. Nummer 16. Wie hoch ist das Banner? Das Ding machen Sie einmal und dann ist Schluss. Nein! Weg! Nein! 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 Jawohl! Sehr gut! Hey! Hallo! Innenverteidigung da hinten, mal ein bisschen ruhiger da! Das ist doch jetzt immer aufzusehen! Bleiben Sie mal hier, bleiben Sie mal hier! Bleiben Sie hier! Nur 5 brauchen Sie jemanden? Alles klar! Nur 16! Ich habe ihn. Warten Sie mal, warten Sie mal. Ich habe ihn da gerade gelb gegeben für eine ähnliche Aktion. Wenn Sie noch eins machen, gehen Sie runter. Nummer 3 in gelb habe ich im Blick. Nein, nein, nein! Weiter geht's, weiter geht's! Nummer 4 ist jetzt auch gleich fällig. Wichtig ist es, dass man in den ersten 10 Minuten, Viertelstunde zeigt, dass man da ist. Man ist ein bisschen penibel am Anfang, um zu zeigen, ich lege diese Maßstäbe jetzt fest. Wenn ich das in der ersten Viertelstunde gemacht habe, wissen die Mannschaften, auf was ich Wert lege. Und dann muss ich gar nicht mehr eingreifen, weil die Spieler nutzen das gar nicht mehr aus. Nummer 4, Nummer 4. Alle weg, alle weg, alles ruhig. Ach, hör auf, komm, spiel weiter Fußball. Weiter, weiter, ab, 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 ab. Leute! Hier, hier. Nummer 5, Nummer 5 mal zu mir. Nummer 5 zu mir. Aber sicher. Sie verhindern nichts anderes als eine relativ gute Chance. Regelmäßig wird der pfeifende Nachwuchs beobachtet und bewertet. Diesmal von einem Ex-Linienrichter der Bundesliga. Die gelbe Karte, das passte. Und das haben die Spieler akzeptiert und sind dann ja auch wieder auf normalem Maße zurückgegangen.
ein, zwei Szenen hätte man nochmal gucken können, ob man da hätte vielleicht eine Ansprache setzen können. Da muss man gucken, wie die Spieler sich da jetzt weiter verhalten und ob sie ihn weiter akzeptieren, weil bis jetzt von der Persönlichkeit her wird er akzeptiert und das ist genau richtig. Die Heimmannschaft will unbedingt gewinnen. Der Aufstieg ist fest eingeplant. Jedes nicht gegebene Tor eine Provokation. Nein. Warte mal. Du kannst sie fragen. Ganz entspannen. Leute. Hallo. Hallo. Nummer 7. Der war nicht drin. Und danach steht er im Abseits, deswegen gibt es in der Infall. Alles gut? Zur Pause steht es unentschieden. Die zweite Halbzeit könnte turbulent werden. Porsche berät sich mit seinem Team. Die Kamera muss draußen bleiben. Wichtig ist meiner Meinung nach, wenn man mal eine Entscheidung getroffen hat und man ist sich nicht sicher, abschalten, weiter geht's, neue Situationen, neu bewerten, einfach vergessen die Situation. Wenn die jetzt 10 Minuten, für eine Stunde nicht so optimal lief, dann einfach zu sagen, okay, jetzt ist für mich Cut, jetzt sage ich, ich fange nochmal von vorne an, ich guck mal, wie kriege ich diese Spieler wieder in den Griff. Samstagnachmittag, ganz weit draußen im Hamburger Osten. Es tritt an, der Tabellenzwölfte gegen die Nummer 13. So Jungs, Abstiegskampf heute, beide wollen gewinnen. Wir haben gesehen, die waren schon eine Viertelstunde vorher in der Kabine drin. Ist unüblich, normalerweise 10 Minuten. Und also wurden die von den Trainern schon motiviert. Die wollen beide gewinnen. Müssen wir aufpassen. Immer auf Höhe sein. Okay, dann kann's losgehen. Ja, Bismillah. Komm, auf geht's. An der Pfeife ein gelernter Speditionskaufmann. So, alle da? Ja, alle da, Jungs? Wir gehen dann. Wir gehen auf. Murat Yilmaz ist 29 Jahre alt und Schiedsrichter seit 1997. Ich bin Schiedsrichter geworden nach einem Spiel. Da habe ich noch in der Jugendmannschaft gespielt. Da habe ich eine rote Karte vom Schiedsrichter bekommen. In dem Moment war ich nicht einverstanden. Ich fand es ungerecht. Also habe ich mir dann gesagt, so jetzt, ich werde auch Schiedsrichter, ich lerne auch 100% die Spielregeln und dann werde ich auf dem Platz auch Gerechtigkeit verteilen. Und so bin ich dann zur Schiedsrichterei gekommen. Komm hoch, Ball gespielt, da vorne. Komm hoch da, lass sie nicht fallen. Kommen Sie hoch, geht weiter. Komm doch durch, Jonas. Hey! Das ist das zweite Mal. Bisschen ruhiger. Abseits gibt es keinen Vorteil. Abseits. Was soll ich machen? Ist abseits. Stell dir vor, der Ball kommt wieder zurück. Was machst du dann? Da schreist du abseits. Die ersten 15 Minuten gehören mir. Da versuche ich das Spiel zu lesen, mir die Spieler anzuschauen. Welcher Spieler ist eventuell mein Freund in dem Spiel? Wo habe ich den Draht zu der Mannschaft? Den Spieler picke ich mir dann raus und 90 Minuten lang habe ich den Spieler als Freund neben mir und so baue ich die Spieler im Spiel für mich auf. Nummer 11! Tina, ruhiger. Bisschen ruhiger, genau. Hände raus. Tina. Alles gut, Jungs. Geh weiter, komm. 11, Sanchez. Arme raus. Nicht viel Arbeit mit den Beinen. Okay, gut. Hey, Jungs, mehr, komm! Ruhig, Junge. Was ist denn los? Jetzt ist nichts los, oder? Super, ey, 7, Van Basten. Mann, hör auf jetzt sammeln. Dein Foul ist was anderes als das da. Die Mischung aus Ermahnung, Erklärung und Ermunterung scheint anzukommen. Das beobachtet auch der Coach des Trios, einst ein renommierter Bundesliga-Referee. Er macht nur dosierte Pfiffe. Wenn es ein dosiertes Foul ist oder ein kleineres Foul ist, dann braucht man auch nicht so reinhauen, weil es gar nicht nötig ist. Die Spieler, um die es ja letztendlich geht, wissen genau, was los ist, auch wenn nur ein kurzer, leiser Pfiff kommt. Das macht er sehr gut. Den variablen Fall. Wenn er eben lange, laut pfeift, dem Foul angemessen, eben strenger und so weiter. Aber die meisten Fouls sind zum Beispiel jetzt. Sehen Sie, das gibt den Unmut einiger der Rügenbergener Bank. Spielführer von Rügenbergen, Sie gehen weg hier. Haben Sie verstanden? Sie gehen weg. So, Sie gehen weg jetzt. Aber
Das macht er ganz souverän. Das war ein grobes Foul, das hat er auch richtig gemacht. Und der Spieler, der protestiert hat, der wird ermahnt. Und jetzt kommt der Hinweis für den Mannschaftsführer, dass die Bank da hinten sich ruhig zu verhalten hat. Sagen Sie ihm, er soll sich beruhigen, keine Gesten, keine Pullis ausziehen, durch die Gegend werfen, gar nichts. Er soll ruhig, das ist seine letzte Ermahnung. Okay. Ich warte, bis Sie dann wieder auf Ihrer Position sind. Ja, okay. Sie gehen zum Trainer hin. Das ist der Hinweis. Hier die Mannschaftsführer verhält sich wohl, redet, die müssen sich ruhig verhalten. Jetzt geht er hin, zur Bank und sagt ihnen das. Das war zu erkennen. Alles richtig gemacht. Also nicht selbst zur Bank gegangen, dann hätte es natürlich vielleicht Diskussionen gegeben, sondern der Mannschaftsführer muss hingehen und das eben ausführen. Dafür ist er da und hat er gut gemacht. Vorsicht, Vorsicht, da vorne, ich guck zu, Jungs. Zur Pause liegt die Heimmannschaft zurück. Das macht den Job auf dem Platz und an der Linie nicht einfacher. Man merkt, Abstiegskampf, die wollen 3 Punkte, ja, und spielen auch dermaßen. Die sind aggressiv, die Jungs. Wenn sie merken, die kommen nicht weiter, dann versuchen sie natürlich Einfluss auf den Schiedsrichter zu nehmen, dadurch, dass sie die ganze Zeit ab und zu mal sabbeln und so, aber ist noch im Maße. Und ja, ansonsten, ja, war gut, ne? Bei dir, Zeit, auf deiner Seite, Zuschauer? Die Zuschauer sind ja nicht mit alles einverstanden. Ja, das ist normal, ne? Geht die liegen 1-0 zurück. Das ist cool. Für die nötige Fitness der Männer in Schwarz sorgt ein Veteran des Hamburger Amateurfußballs. Jeden Donnerstag und ehrenamtlich. Einzeln laufen. Auseinander, weg voneinander. Weg, weg, weg. Das redet zu viel sonst. Weg, auseinander, alle auseinander. Clemens. Ganz freiwillig aber kommen sie nicht zu dem 72-Jährigen. Sie müssen trainieren. Jeder muss 2-mal im Monat ein Training nachweisen. Das ist Pflicht. Und dann kann sich ja vorstellen, dass sie die Pflicht auch wahrnehmen, so oder so, ne? Dass sie richtig mitmachen, dass sie da sind einmal im Monat und dass es denen auch Spaß macht, das gehört dazu. Einmal zusammenkommen. So, wir laufen jetzt, wir laufen über einen halben Platz weiter wie gehabt, aber einzeln. Und wenn ich eine Zahl rufe, dann muss jeder so viele Leute abschlagen. Ab geht's. 3! Jeder muss so viel abschlagen und dann alleine weiter. Ich muss hier ja bei den Schiedsrichtern anders trainieren als im Verein. Im Verein trainiert man taktisch, spielerisch, Torschussübungen und das kannst du hier alles nicht machen. 4! Das ist ja der Punkt. Sie müssen ja auch weite Strecken, auch plötzlich aus der Drehung heraus zum Tatort gehen und rennen. Da müssen sie fit sein. Und wenn sie nicht fit sind, gibt es ganz schnell Zerrungen, Muskelverletzungen. Und dem muss ich vorbeugen in meinem Training, dass das nicht passiert. Und ist auch noch nicht passiert in meinen 4 Jahren. 5! 6! Ich trainiere hier eben anders. Kann man nicht mit Vereinstraining vergleichen. Jetzt wieder einzeln. Einzeln beginnen. Zweite Halbzeit beim Duell Spitzenreiter gegen Mittelfeld. Noch ist kein Tor gefallen. Das Spiel wird hektischer. Weiter geht's, weiter geht's. Nein, 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 nein. Nein! Warte, einen Schritt! Eck! Eck! Nein! Nur der Ball! Falsch! Ey, sag mal was! Junge, sagst du was? Das ist fair, ja. Dann geht doch wie Knie. Das ist fair. Du fair, das sagst du. Schuss, ist nur der Ball! Gehen Sie weg! Gehen Sie weg! Weil du die erste Hand so frei gelassen hast. Gehen Sie weg! Entweder Sie gehen jetzt weg oder bekommen beide gelb. Eins können Sie sich aussuchen. Okay? Wenn es aber wirklich persönlich wird, dann ist die Grenze erreicht. Und vor allen Dingen auch, wenn es zu laut wird. Also wenn im Endeffekt jeder von außen mitbekommen hat, dass der Spieler mich jetzt in irgendeiner Weise angegangen hat, dann muss ich auch reagieren, weil dann habe ich Probleme mit der Autorität nach außen. Hey, gucken Sie mich. Nummer 5, kommen Sie zu mir. Gerade eben wollte ich das Ganze... Hey! Hallo, gucken Sie mich bitte an. Sie gehen gleich runter sonst, ne? Ja, das ist meines Ernst. Ja, was denn jetzt? Rot oder was? Nee, rot nicht, aber faul. Entweder? Ja, ich pfeife an. Bereiten Sie sich vor, ich bereite mich auch vor. Beim Freistoß stelle ich mich mal vor den Ball, lasse den Freistoß nicht so früh ausführen, um einfach Ruhe reinzubringen. Egal was ist.
Vielleicht ein Foul, Freistoß gleich ausgeführt, nächstes Foul. Deswegen einfach mal vor den Ball stellen, sagen, okay, ganz entspannt, ich gehe auf meine Position, pfeife das Ding an und dann ja, geht's weiter. Und damit bringe ich auch wieder Ruhe rein. Weiter, weiter, weiter. Sehr gut, sieht gut aus. Hey, 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 hey! Herr Stilz! Das sieht man doch sowas! Warte mal, warte, 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 warte mal kurz! Herr Stilz, Herr Stilz, Herr Stilz, Herr Stilz, nein, nein, wir haben gerade eben, wir haben noch 5 Minuten zu spielen, alles gut! Am Ende siegt der Favorit mit 2 Toren Unterschied. Fabian Porsch und seine Assistenten hatten wenig Mühe, die Partie zu leiten. Das Laufpensum des Trios aber lag deutlich über dem Durchschnitt. Sehr anstrengend. Man spielt, das sind hier Gänge, also ich muss extrem viel laufen. Ja, aber ich glaube, ich habe das ganz gut über die Bühne gebracht, soweit, ich denke. Coach Solto wünscht sich etwas mehr Strenge, lobt aber Fortschritte beim Umgang mit der Trillerpfeife. Die Doppelpfiffe von der Vergangenheit, die hast du abgestellt. Du hast die Pfiffe variiert, entsprechend der Vergehen. Das war aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Der Einstieg in die persönlichen Strafen, du hast am Anfang mit Ansprache, mit Ermahnung gearbeitet am Anfang. Das fand ich gut. Und was mich heute auch überzeugt hat, war das Thema Vorteil und auch der verzögerte Pfiff. Das wurde akzeptiert. Einschränkung beim verzögerten Pfiff, da hätte ich mir zumindest eine Ansprache gewünscht. Wusstest du, welcher Spieler das war? Leider nicht. Das war mein Problem. Ich wusste nicht, dass es der Vierer war. Ich wusste, dass es irgendwas war. Vorteil gesehen, dann gab es eine relativ große Chance. Und in dem Moment waren wir nicht mehr sicher, wer das war. Aber wie gesagt, nach außen hin haben das alle gesehen, dieses Vergehen. Und dann ist es schwer nachzuvollziehen, warum kommt da nichts. Es gab Phasen im Spiel, wo es schwer zu leiten war. Und dass es denn ja auch ruhig geblieben ist, ein normal zu leitendes Spiel im Rahmen geblieben ist, war sicherlich auch dein Verdienst. Also ich denke, alles in allem hast du eine sehr gute Leistung gezeigt. Ich pfeife mein Ding. Ich bin schon stolz darauf, Oberliga in Hamburg zu pfeifen. Mal gucken, wo es weiter hingeht. Mir macht Spaß. Die Saison jetzt zum Beispiel lief auch ganz gut. Es geht wohl auch nächste Saison weiter hoch. Und dann gucke ich mal, wo es hingeht. Lokalderby in den Hamburger Vier- und Marschlanden. Der Liga-Zweite mit Ambitionen auf den Meistertitel ist zu Gast beim Tabellen-13. Beide müssen unbedingt punkten. Die Schiedsrichter erwarten ein Match nicht ohne Härte. Also, achtet auf alles, passt auf. Absprache hatten wir. Denkt dran. Und guckt auf jeden Zweikampf doppelt oder dreifach drauf. Scheißegal. Guckt noch mal hin. Irgendwas kann immer passieren. Das müssen wir heute sehen. Das ist eigentlich eine Standardpfeife. Fox 40 heißt die. Fox 40 Classic. Ich kann auch mal eine saubere nehmen, ist vielleicht besser. Und die ist schön laut, ne? 120 Dezibel hat die, glaube ich, drauf normalerweise. Das macht eine gute Schiedsrichterpfeife aus. Die Lautstärke und die Schrille des Pfiffes. Angeführt wird das Trio der Unparteiischen von einem Studenten der Schiffbautechnik. Dann können wir gehen. Clemens Neitzel ist 25 Jahre alt und Schiedsrichter seit 2001. Fußball ist vor allem ein taktisches Spiel und je höher man kommt, desto komplizierter wird es, was die Trainer und auch die Mannschaften versuchen mit einem zu machen. Und von den Regeln her hat es halt auch einige Grauzonen, die der Schiedsrichter dann auszulegen hat. Und somit ist es auch aus Schiedsrichtersicht ein sehr interessantes Spiel, weil man eben über verschiedene Entscheidungen so viel Einfluss auf den Verlauf des Spiels nehmen kann. Kein Foulspiel! Freistoß! Na, das war deutlich, Nummer 3. Das ist doch Schulter an Schulter, Männer. Fußball spielen. Kommt mal vor. Ball! Weiter! Kein Anspiel! Das war der Ball! Weiter geht das! Sauber! So, Männer, Hände weg! Vorteil! Der ist ja eben gefallen. Machst du das? Das war ein Vorteil. Hast du gesehen, ne? Ich wollte es dir nur sagen. Man versucht ja genauso wie die Spieler einen Einfluss zu nehmen auf das ganze Spiel. Deswegen rede ich viel mit Spielern, um Ruhe reinzubringen, Anerkennung zu gewinnen und vielleicht auch mal eine Situation mit einem Spruch aufzulockern.
Nummer 11, immer vorm Torwart rumhüpfen und hinterm Torwart rumhüpfen, wird auch bestraft. Du schiebst. Nein, du darfst Schulter an Schulter, du darfst aber nicht mit dem Brust ihn im Rücken stoßen und das machst du. Komm mal her. Ruhiger bleiben, ruhiger bleiben. Das ist zu aufgeregt. Bleiben Sie ruhig in Ihren Aktionen. Nichts! Da hat er nur gepiekt, mehr nicht! Kein Vorteil, gar nichts, alles gut. Wenn ich merke, dass die einfach nur Fußball spielen wollen, dann lasse ich natürlich auch viele Zweikämpfe laufen und unterbreche die Zweikämpfe, die eben an dieser Grenze sind und versuche also erstmal denen klarzumachen, ich setze eine Linie vor. Wenn ihr diese Linie nicht überschreitet, dann lasse ich das Spiel weiterlaufen. Wenn ihr die Linie überschreitet, dann pfeife ich. Und diese Linie, die muss man vorgeben. Wenn man die nicht vorgibt, dann geht ein Spiel meistens schon vor die Runde. Ja, es ist doch alles okay, aber es tut weh. Bauen Sie Behandlung. Ja? Das passiert halt. Das ist aber ein gefährliches Spiel, auch wenn du nicht triffst. Alles okay, Nummer 11? Klasse Blätter. Vorsichtiger. Geht voll ins Ball. Hey, ruhig bleiben. Der Ball liegt doch. Männer, keine unnötige Hektik hier. Bis zur Pause verläuft das Dorfduell vor knapp 800 Zuschauern weitgehend friedlich. Zur Überraschung aller Beteiligten. Pfeife ich zu wenig? Die wollen auch irgendwie nicht mehr. Also die Abwehr hat verstanden, dass ich viel laufen lasse. Und die Stürmer wollen halt ein paar mehr Fouls, aber... Die wollen ja heute Fußball spielen. Ja, bisher wollen sie nur spielen. Ich bin ganz zufrieden. Ich pfeife halt die ganzen Schubser, weil ich Schubser nicht so gern sehe. Aber alles, was beigespielt ist, ist gut. Also, ja. Läuft. Spiel läuft. Wir sind nicht Thema im Moment. Das ist schon mal gut. Beim Kellerfight am Stadtrand führen die Gäste zur Pause mit einem Tor. Für Schiedsrichter Yilmaz ist damit klar, die zweite Hälfte wird ungemütlich. Wir müssen halt nur aufpassen, nur Nicklichkeiten hinter meinem Rücken. Müssen wir jetzt in der zweiten Halbzeit aufpassen. So, konzentriert weiter, ne? Wie in der ersten Halbzeit. Schön abseits abwarten. Hast du zweimal gut gemacht, Zeit. Wie soll ich den sehen? So, Hände aus. Wie soll ich den sehen? So. Kein Vorteil, ist auch kein Foul. Es ist kein Foul. Ja, jetzt ruhig, okay? Ich will nichts mehr hören von dir. Jetzt hör doch auf mit Gelb hier, Mann. Okay, ein Ding noch, gehst du da runter, das sag ich dir jetzt schon. Weg hier, lass mich in Ruhe. Wofür denn? Ich stehe doch nur noch. Wofür denn? 20 Minuten vor Schluss, umstrittener Elfmeter für die Heimmannschaft. Die ganze Zeit redest du mit einem. Oder sowas. 16er, ich will nichts mehr hören. Sie gehen sonst duschen, okay? Gut. Jetzt ruhig. Man wächst ja in der Schiedsrichterei mit solchen Situationen auf. Ab und zu mal ist es natürlich anstrengend. Es ist nicht nervig, aber es ist anstrengend, weil man dann, sag ich mal, Störfaktoren hat im Spiel. In der Minute, wo das passiert, kann man das sofort abarbeiten und sagen, okay, da er hat recht oder er hat nicht recht und macht seinen Weg dann in dem Spiel weiter. Man hat 22 Spieler auf dem Platz, man hat die Trainer, die man dann natürlich auch, sag ich mal, lenken muss. Ansonsten gerät das eventuell aus den Bahnen und dann hat man das Spiel verloren als Schiedsrichter. Damit das nicht geschieht, wird Yilmaz energisch. Spielführer Hugenberg, komm mal zu mir. Komm mal zu mir. Du bist jetzt ruhig. Okay? Du bist ruhig, du bist ruhig. Sie sind jetzt ruhig. So, sie kommt zu mir. Ja, ist ja gut, ich bin schon da. Genau. Reden Sie vernünftig. Ihr Trainer geht hinter die Barriere. Ja, sag ich. Okay, er hat zwar gegen die Spieler was gesagt, zu ihren eigenen Spielern, aber es ist zu viel. Ich habe ihn ermahnt, ne? Das ist zu viel, was er macht. Er springt hoch, weil er geht hinter die Barriere. Ich warte auf dich, bis du da wieder da bist. Ich warte. Auch einmal ganz kurz sagen, ja? Ja. Diese Art und Weise, teilweise wie Sie so reden, ist auch nicht ganz okay. Das ist nur Ordnung. Okay. Okay, geht weiter. Hey, nein! Hey, mit
Ball, Mann! Ja? Sie gehen runter! Sie gehen runter! Sie gehen runter! Nicht diskutieren! Sie gehen weg! Hey, Mann! Okay? Das kann ja wirklich. Ich bin jetzt bitte mit dem Ball, Mann! Ich will den Ball kann ich nicht haben. Ball weg! Du kommst jetzt! Jetzt hat Yilmaz auch das Heimpublikum wieder gegen sich. Am Ende steht es unentschieden. Ein Ergebnis, das keinem hilft. Entsprechend ist die Stimmung. Ein bisschen unglücklich, ey. Ja. Ja, also das ist das Allerletzte. Die Jungs arbeiten die ganze Woche und ihr feiert hier so eine Scheiße, dass ihr euch mit dem Grund und Boden schämt. Widerwärtig. Echt abartig. Allerletzte, was hier rumläuft. Mann, 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 du, ehrlich. Unbegreiflich. Die Jungs arbeiten die ganze Woche für so ein Spiel. Und ihr macht alles kaputt. Das war seine Meinung, ist in Ordnung, hat er seine Meinung gesagt. Er fand uns nicht gut heute. Ja, ist in Ordnung. Und? Beobachter Malbrank moniert lediglich die Pfeiftechnik des 29-Jährigen. Und auch Platzverweise für Trainer müssen noch verfeinert werden. Diese kurzen Pfiffe, die du machst, ne, das ist meiner Meinung nach nicht immer dem Foul angemessen. Okay. Ab und zu waren die Fouls noch ein bisschen härter. Okay. Du pfeifst kurz, die hören das auch, die Spieler. Mhm. Einmal versagte, glaube ich, die Pfeife schon fast so ein bisschen. War sehr quälend. Okay. Ich würde das nicht machen. Das ist dein Stil, aber das kann auch mal gefährlich werden. Und ich würde, wenn der Trainer dann das Feld verlassen muss, das ist nun mal so geordnet, dass man nur die Tür da aufmachen muss, dann steht er einen halben Meter dahinter. Ich würde das nicht machen. Ich würde dann denen deutlich sagen, dass er auf die Tribüne muss, zumindest das Zeichen geben von der Trainerbank und dann auch ruhig eine Minute warten. Das spielt keine Rolle. Also rundherum eine sehr gute Schiedsrichterleistung in einem normal zu leitenden Spiel. Das war nicht so dramatisch schwer, aber du hast es auch normal gehalten. In 5 Jahren möchte ich im Profibereich, im DFB-Bereich Spiele leiten und assistieren. Das ist mein Ziel. Einmal im Jahr überprüft der Verbandsschiedsrichterausschuss VSA Sprintvermögen und Ausdauer seiner Unparteiischen in Hamburg. Seit 5 Jahren ist der sogenannte Helsentest von der FIFA vorgeschrieben. Wer in Hamburg Landes- und Oberliga pfeift oder höher, muss diese Prüfung erfolgreich bestehen. Sonst hat er ausgepfiffen. Einen darf man nicht schaffen. Und dann muss man halt noch einen hinterherlegen, einen siebten sozusagen. Und dann werden die 6 guten genommen und der eine wird dann gestrichen. Also, aber mehr darf man sich auch nicht erlauben, sonst fällt man durch den Sprintteil durch. Los geht es mit 6 Sprints über 40 Meter. Zu laufen in höchstens 6,2 Sekunden. Wenn die heute also durchfallen sollten, haben sie noch die Chance, 1 bis 2 Mal nachzumachen. Und wenn sie es nicht bestehen, dann sind sie raus aus der Nummer. Ganz eindeutig. Und das ist für die, die sich das so hart erarbeitet haben, über lange Jahre oder lange Zeit, ein hartes Urteil. Ganz eindeutig, ja. Fünf zweiunddreißig. Mann, ist jetzt warm. Es war gut. Die Oberschenkel, die waren sind jetzt dick. Das heißt angespannt. Aber wie Sie sehen, noch nicht so richtig geschwitzt. Jetzt kommt der Langstreckenlauf. Der wird jetzt anstrengend. Es folgt der sogenannte Intervalltest auf der Langstrecke. Zu absolvieren sind 10 mal 400 Meter. Auf 150 Meter Laufen folgen 50 Meter Gehen, dann Laufen und wieder Gehen. Macht zusammen 400 Meter. Und das 10 Mal. Beanspruchungen wie im richtigen Schiedsrichteralltag. Der Trainer ist optimistisch. Wie es jetzt so aussieht, habe ich mit meiner Prognose recht, dass ich alle durchkomme. Leicht und locker, keiner verletzt. Und das Ziel ist erreicht. Gleich. Am Ende werden die 60 Teilnehmer den Fitnesstest erfolgreich bestehen. Nur einer muss später nochmal ran. Ab Runde 7 muss ich arbeiten. Und ja, da ich fit war, ich sag mal, die ganze Serie konstant trainiert habe, war das kein Problem. Aber wie Sie sehen, bei den Kurzstrecken hat man nicht geschwitzt. Bei den Langstrecken, dann sieht man schon die Ader.
hoffe, ich habe den nicht enttäuscht. Alles gut. Alles gut. Habe ich schon vorher gesagt, dass ich überzeugt bin, dass ihr, nicht nur du, ihr das alles schaffen und so ist gekommen. Und ich hoffe, es geht weiter so. Ja. Anschließend wird das fachliche Wissen der Unparteiischen auf die Probe gestellt, beim sogenannten Regeltest. Wir kommen jetzt zum theoretischen Teil, die Regelarbeit. Ihr denkt bitte dran, wie auf dem Platz, das ist eine Einzelarbeit. Alles andere wäre kontraproduktiv. Lasst ihr die bitte mal durchnehmen. 15 Fragen hat der Verbandsschiedsrichterausschuss ausgeknobelt. Auch skurril erscheinende Aufgaben haben einen ernsten Hintergrund. Für so ziemlich jede Eventualität auf dem grünen Rasen gibt es entsprechende Regularien. Ein ganz einfaches Beispiel. Was passiert, wenn der Schiedsrichter nach einem Freistoß der verteidigenden Mannschaft, ausgeführt innerhalb des Strafraums, außerhalb des Strafraums angeschossen wird und der Ball ins Tor geht? Alles klar? Dann gibt es natürlich Eckball. Der Schiedsrichternachwuchs jedenfalls hat es gewusst. Die Prüfung wird kollektiv bestanden. Beim Derby in den Vier- und Marschlanden hat der Favorit bislang enttäuscht. Dafür ist es erstaunlich fair geblieben. Das könnte sich jetzt ändern. Du hast schnelle Leute bei dir auf der Seite. Der rechts außen und du musst dann aufpassen jetzt. Definitiv. Der ist echt flott. Ich hab den auch immer im Blick, weil der auch so wuselig ist. Der wuselt dann die Linie runter und dann wuselt er sich auf der Grundlinie durch und dann spielt er irgendwie quer. Da müssen wir echt aufpassen. Also du musst da echt einen guten Blick drauf haben, weil der ist richtig kritisch. Wenn der im Strafraum fällt, dann haben wir nämlich das Problem. Dann müssen wir auf jeden Fall wissen, was da war. Und dann auch einheitlich. Also. Ja, stimmt ja. Halbzeit. Dann werden die Schiedsrichter vom gastgebenden Verein für ihre Dienste entlohnt, wie üblich. Knapp 77 war es. Wie immer, ne? Ja. So, danke. Betracht mache ich denn da hier oben ein. Ich glaube das dann mal, ne? Kann ja gar nicht mehr geben. Doch, wenn man von weiter weg kommt, ne? Eben, denn ja. Dankeschön. Dank jo. Ja. Stimmt das denn? Stimmt. 61 Euro für drei Mann plus Fahrgeld. Ein symbolischer Betrag, mehr nicht. Zurück auf den Rasen. Kann losgehen! Nummer 20, Nummer 11, kommen Sie bitte her. Nummer 11, auch Sie. Also, Sie schreien hier keinen Spieler mehr so an und Sie bleiben bitte ruhig. Lassen Sie mal die Arme bitte drin bei den Zweikämpfen. Arme drin lassen. Sie sind immer am Arbeiten, Nummer 9. So geht das nicht. Feuer, Feuer! Oh, komm, ruhig, ruhig. Lass viel laufen, das auch. Ball! Hey, Butt, Butt! Kommen Sie her. Gehen Sie vorsichtiger in die Zweikämpfe. So können Sie hier nicht anfangen. Ja, aber der war mir zu hart, der Zweikampf. Auch Neitzels Leistung auf dem Platz wird penibel dokumentiert. Wie Porsche und Yilmaz gilt er als Talent unter den jungen Schiedsrichtern Hamburgs. Erstaunlich ist, dass in diesem Spiel fast nichts passiert. Und er hält sich zurück und wartet darauf, dass was passiert. Und dann streitet er ein. Das ist okay. Alles gut. Es ist aber leichter als gedacht. Ich habe es anders erwartet. Er macht es genau richtig. Das ist unglaublich. Das ist eins noch und es gibt eine Karte. Der springt ihn um. Gehen Sie bitte weg. Nummer 9, eins noch. Hör auf, deine Gegenspieler anzupacken, da, ne? TC, ja komm, das ist doch überflüssig. So viel Gerangel hier. Wie soll das gehen? Am Kopf angespielt, da geht's weiter, meine Herren. Eckstoß. Weiter, Jungs, weiter! Nein, weiter! Nummer 3, seien Sie ruhig. Das ist einfach für Schwarz, nichts anderes. Nummer 3, seien Sie jetzt ruhig. Gehen Sie weg und seien Sie ruhig. Gehen Sie weg. Was? So langsam kommt das Spiel auf Touren, registriert auch Coach Gilo. Wir hatten jetzt in den ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit hatten wir so viele Fouls wie in der ganzen ersten. Aber es war zu erwarten vom Spielverlauf her.
Es ist wichtig, dass er jetzt im richtigen Moment dann eingreift. Aber das traue ich ihm locker zu, das hat er drauf. Boah, Scheiße. Vor mir bitte. Hey, 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 13er. Der bleibt liegen. Der bleibt nächstes Mal aber echt liegen. Sonst geht's hier anders weiter. Sag mal, Schiri. Na, was soll ich denn da pfeifen? Der andere springt nicht mal. Weiter! Sie gehen so nicht in die Zweikämpfe. Gehen Sie weg hier. Und Sie behandeln? Geht weiter. Ey, komm mal ein anderer jetzt hierher. Er geht so aggressiv in die Zweikämpfe und das seit 20 Minuten. So geht das nicht weiter. Oh, Gott. Da ist nix. Da ist die ganze Zeit nix. Komm was, komm was! Auch da hast du den Vorteil, der Pass wird perfekt gespielt, nur dein Spieler läuft nicht durch. Ganz ehrlich. Denken. Weiter geht das, Herr Böse! Nix! Ja, alle sind da am Drücken. Das reicht jetzt auch. Ihr wollt doch die ganze Zeit spielen, dann lasst ihr jetzt mal spielen. Brauchen Sie Behandlung? Gut. So geht das nicht. Wollen Sie Behandlung? Gut. Richtig. Komm raus da! Ich hab ihn schon. Ich hab hier was ist? Kopf hoch, hm? Dann mach Arm hoch. Du kriegst keine Luft, Jocke! Jetzt sind wir da! Ja! Butche, Butche! Butche! Oha. Schön. Spielen! Komm, 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 komm! Danke. Dankeschön. Viel Erfolg noch. Können wir die Bälle gleich abnehmen? Ja, gerne. Dann müssen wir die nicht abnehmen. Am Ende gewinnt der Favorit, obwohl er durchaus schlechter gespielt hat als die unterlegene Mannschaft. Großes Konfliktpotenzial entwickelte die Partie dennoch nicht. Zweite Halbzeit deutlich mehr zu tun gehabt. Mehr zu laufen auch. Man musste näher an den Zweikämpfen sein, weil die Spieler auch merken, jetzt geht's richtig nochmal um was, haben nochmal den Kopf angeschaltet und dann musste ich viel mehr hinterher rennen. Dadurch war es deutlich anstrengender. Komm weg. Beobachter Mike Gilo ist nur eines aufgefallen, der pädagogische Eifer des Schiffbauingenieurs ins B. Beim Pfeifendienst auf dem grünen Rasen ist das eher unangebracht, rügt er. In der ersten Halbzeit war dann immer noch ein, zwei Mal doch noch der Hang zum Erklären der Entscheidung. Wir waren dann doch zweimal, wie hast du noch mitgekriegt? Wir brauchen die nicht erklären, die Entscheidung. Das geht da lang und fertig. Dann nicken die ab und dann spielen sie weiter und dann ist gut. Zu den Karten. Das hat lange gedauert, bis du endlich mal einen erwischt hast. Weil von den Fouls her, es waren zwar nachher immer viele, aber es war nie so ein richtiges. Man muss ja den richtigen Einstieg finden. Darauf hast du auch gewartet, habe ich gesehen. Du hast darauf gewartet, das Richtige zu finden. Dann hattest du einmal die Gelegenheit in der 60. bei dem Dreier von Kurslack. Ja. Da hätte das gepasst. Vielleicht, den hast du dann noch ermahnt. Das war vom Spielcharakter her auch noch okay. Dann hat es endlich geklappt. In der 74. mit dem Fünfer. Da war das passende Foul und dann war es auch endlich soweit, das war auch genau richtig. Ist mir auch vorher zweimal aufgefallen, ja. Den hatte ich dann auch auf der Rechnung. Und das war dann auch das richtige Foul, das passte dann auch, dann war das auch gut. Letztendlich, schön. Bestens. Können wir nicht meckern. Wunderbar, da freuen wir uns. Ich hoffe, dass ich noch einen Sprung nach oben schaffe. Jetzt dann in die Regionalliga vielleicht, aber das ist schwer vorherzusehen.
Immer donnerstags. Aus Schiris werden Kicker. Nimm ihn mit, genau. Beim wöchentlichen Training dürfen auch die Unparteiischen gegen den Ball treten. Die Regeln sind bekannt. Was ist, Martin? Das ist ganz witzig. Die lassen den Ball liegen, wenn sie gefoult haben. Brauchen keine lange Diskussion. Lassen den Ball liegen und der andere führt den, von der gegnerischen Mannschaft, führt den Streit den Freistoß aus. So. Das geht ganz fair zu. Gar keine Probleme. Wird ab und zu mal diskutiert, das gibt es ja auch bei Schiedsrichtern. War nicht aus, da war kein Foul. Aber ansonsten gibt es ja null Probleme. Aber wenn einmal der Sensemann kommt, vielleicht wie jetzt, dann akzeptieren sie das, klatschen ab und Ende. Eine nur angedeutete Rudelbildung löst sich regelgerecht in Wohlgefallen auf. Ist der Dienst an der Pfeife Ersatz für die Kickerkarriere? Oha, nicht schlecht. Es gibt ja mehrere, die haben es denn nur bis zur A-Jugend gebracht. Oder vielleicht gerade eben bis zur A-Jugend, nicht Leistungsklasse, nur normale A-Jugend. Und die merken dann, also Liga weiter zu trainieren hat keinen Zweck. Also machen wir auf dem Fußball bezogen etwas anderes. Und da bietet sich die Schiedserei an, ne? Gar kein Thema. Erfahrungen als aktiver Kicker sind durchaus hilfreich und sei es auch nur in den untersten Ligen. Voraussetzung für eine Karriere als Referee sind sie nicht. Es gibt ja bestimmt einige, die noch nie gespielt haben oder nicht richtig gespielt haben. Die überbrücken das denn mit den theoretischen Fachkenntnissen und Zeugen, ne? Das sind eben dann auch einige Theoretiker, die eben noch nie gespielt haben und die das eben aufgrund ihrer theoretischen Kenntnisse pfeifen. Ne? Aber dafür haben wir nicht viele von. Das geht aber auch. Ja, klar. Ist ja keine Pflicht, dass sie gespielt haben. Das ist keine Pflicht. So ist gut für heute. Langt. Alles gut.